Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Hallo, ich bin Georg und ich habe ihre Tochter geschwängert. Gewas? Georg. Go Grizzly Mother. Gebärmutter. Wie sah eigentlich Snapchat vor 15 Jahren aus? Ein Faxgerät mit Schredder drunter? Frauen parken nicht, sie hören einfach auf zu fahren. Warum rasieren Sumo-Ringer ihre Beine? Damit sie nicht mit Femnazis verwechselt werden. Ich schwitze wie eine blinde Lesbe auf dem Fischmarkt. Wieso können Frauen über 30 kein Verstecken spielen? Weil Frauen über 30 keiner sucht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass meine Eltern lieber einen Jungen gehabt hätten. Svenjamin 17. Welches Molekül lässt Autos verschwinden? Polendioxid. Mein Name ist Waldemar, das kommt aus dem Französischen und bedeutet Tal des Meeres. Ich heiße Till, das ist Englisch und heißt Biss. Wir können hier einfach Fremde bleiben. Können Sie mir fix den Schniedel lecken? Wie bitte? Wie die Chips vom Lidl schmecken. Mit einer Frau zu diskutieren, ist wie die AGBs zu lesen. Am Ende ignoriert man alles und klickt auf, ich stimme zu. Kennst du den Unterschied zwischen fies und gemein? Fies ist, wenn man einem Blinden eine Kinokarte schenkt. Gemein ist, wenn es ein Stummfilm ist. Formel 1 ist langweilig. Wenn ich sehen möchte, wie jemand 64 Mal dasselbe macht, gucke ich meiner Freundin beim Einparken zu. Dachte immer, Student sein wäre cool. Ein Ziel vor Augen, ein geregelter Tagesablauf. Jetzt sitze ich hier mit Cornflakes zum Frühstück. Um 19 Uhr. Ohne Milch. Die morgige Klausur wird entscheiden, was ich nächstes Semester belege. Wahrscheinlich Burger bei McDonald's. Warum kann Jesus keine Smarties essen? Die fallen ihm durch die Hände. An alle Frauen, die einen Mann ohne Ecken und Kanten suchen, nehmt euch eine Null. Bei 30 wegen Lärmschutz einfach mal im ersten Gang fahren. Ich las heute mein Horoskop und bei Liebe stand, hast du den Text bei Geld, Finanzen nicht gelesen? Willst du jetzt ernsthaft auch eine Freundin? Wer nichts tut, macht keine Fehler. Wer keine Fehler macht, wird befördert. Ich skypte gestern Abend mit einem heißen Mädel und wurde schnell bei ihrem Anblick geil. Ich will sehen, wie du masturbierst, sagte ich. Okay, aber du musst es zuerst machen, antwortete sie. Also holte ich meinen Penis raus und begann daran rumzuspielen. Jetzt bist du dran, sagte sie. Entschuldigung, aber ich muss jetzt aussteigen, sagte die Frau, die neben mir im Zug saß. Wie nennt man eine Hure, die beim Sex ihre Ausdauer spart? Energiesparschlampe. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.